Finest, der Fürstenball, wie Weltmeier Sohn, ja, wohl im vergangenen Jahr einer der meistbenutztesten Hengste in Deutschland auf dem Gestüt Resum hier im Einsatz und hier angepaart an Donner Lütchen von Donnerhall und dann eine Trakehner Stutenlinie aus dem Gestüt in Liski. Und die Mutter lieferte bereits Quantensprung von Quarterback Dressur M. Valerie Huck aus Hamburg ist Züchterin und Ausstellerin. Im Ring bei den Hengstfohlen haben wir die Katalognummer 58. Auch hier haben wir wieder ein sehr typvolles Fohlen, daher auch die Typnote 8,5. Im Exterieur mussten wir leider ein paar Abstriche machen, und zwar aufgrund der Fesselung und des Vorderbeins gibt es die Exterieurnote 8,0. Und in der Bewegung haben wir so ein bisschen die schwingende Bewegung vermisst, aber auch noch die Wertnote 8,0. Vielen Dank für die Vorstellung und herzlichen Glückwunsch. Jawohl, ich wiederhole für die 58, Typ 8,5, Gebäude 8, Bewegung 8. 59 wird eingeführt und da haben wir wieder einen Finest Sohn, der Finish. Und er ist angepaart an die Axana von Accento. Auch der war ja Neustädter Landbeschäler und unter Udo Novak im Springen bis, Entschuldigung, in der Dressur bis S ausgebildet und erfolgreich. Vater ja von Battleguts Aktionär. Hatte ich vorhin erwähnt, die zweite Mutter Birte, die eine Elite-Stute, hat 6 erfolgreiche Nachkommen im Sport, darunter einen in Springen Klasse S, Brandenburger, dann im Faltenstamm und die Gala, eine Halbblut-Araberin, also viel Blut auf der Mutterlinie über den Vollblut-Araber Gabit Ben Affas, hier aus dieser Stutenlinie. Gezogen und vorgestellt von Nadine Marx aus Rochau. Katalog Nummer 129 auf dem Stutenring. Hier präsentiert sich eine noble, lackschwarze kleine Lady, typvoll daherkommend, mit viel Aufrichtung. Da steht im Typ eine 9, im Exterieur eine 8,5, hier vielleicht noch im Kehlgang etwas vollwirkend in der Ganasche. Das tut dem Gesamteindruck so ein bisschen Abbruch, aber das, wie gesagt, wieder Klagen auf hohem Niveau und im Bewegungsablauf eine 8,5. Hier wünschten wir uns, die Stute wird sehr groß im Bewegungsablauf, dass sie in der Bewegung den Rücken mehr mit einbindet und somit mehr noch zum Schwingen kommt. Danke für die Vorstellung. Ich wiederhole.